So, willkommen zurück bei Shakes and Fidget und es ist endlich soweit. Hier unten Epics. Heute gibt's Epics und wir hoffen mal, dass wir hier so eine dicke Waffe rausziehen, wie hier schon so richtig schön liegt, weil die wollen wir unbedingt haben. Und wir haben eine höhere Chance auf Epics im Shop. Ja. So, bevor wir aber das machen, brauchen wir da eine ordentliche Vorbereitung. Ich bin schon dabei, meine Alu heute runterzuspielen. Und musste mir schon das neue Mount kaufen, deshalb konnte ich leider nicht testen, ob der Stall blinkt, weil ich ja auch noch einen Sparfuchs habe. Von daher werde ich das Feature wohl nicht so schnell sehen. Edelsteine habe ich gesammelt. Leider gab es nur sehr viele Ausdauersteine und einen sehr, sehr geilen Geschickstein. Wenn ihr mal guckt, 478 und die anderen haben hier alle so um die 450. Aber da sieht man auch mal, wie weit so die Spanne ist, also was so schwankt. Also hier 29 ist so der schlechteste. Also das ist dann schon eine sehr große Spannweite, was da so kommen kann. Und das ist, denke ich mal, auch ein Grund, warum man vorsichtig sein sollte und seine Edelsteinminen nicht zu weit ausbauen, wenn das irgendwie da 2 Tage die Suche dauert oder so. Dann findet man nichts. Nee, den schaffen wir mit unseren Soldaten nicht und lohnt sich auch nicht. Also würde sich lohnen, wenn er keine 105er Bogenschützen hätte. Aber die hat er leider. So, genau. Was müssen wir als erstes machen? Bevor wir blättern, müssen wir noch ein Epic ins Klo werfen. Und da machen wir jetzt erstmal noch hier schnell die Alu. Nicht, dass das denn voll ist. So, da hätten wir 100 Alu schon geschafft. So, leider gab es noch kein Quest-Epic. So, welche Quest nehmen wir hier? Also eigentlich ist ja die hier bringt 50.000 mehr XP. Ja, aber durch das Gold. Wir brauchen Gold, weil wir haben nur ganz wenig. So, und jetzt ist die Frage: Blättern wir zum Epic? Ne, wir nehmen am besten noch eins von den Kundi-Dingern. Da haben wir ja noch die Brust. Da können wir erstmal hier übergangsweise dann was reinsetzen. Welche nehmen wir da? Stärke bringt nichts. Glück. Naja, Glück ist besser wie Intelligenz, aber naja. So, und dann gehen wir mal zum WC. Und genau, die bringt noch was und werfen die rein. Tada! Für einen Krieger was. Und wir können ziehen. So, wenn hier jetzt schon eine Waffe drin ist, das wäre richtig geil. Von daher, Daumen drücken und einringen, sie zu knechten, ins Dunkel zu führen und ewig zu binden. Mit 5er-Attributen, ey. Leute, habt ihr mir nicht zugehört? Ich möchte die 5er-Dinger loswerden. Aber wäre er nicht schlecht. Also der hat hier zwar 50 weniger auf Ausdauer und Glück, aber dafür halt noch bei dem anderen mehr. Aber bringt mir nichts, weil bringt mir nichts. So, dann rüsten wir mal unseren Krieger erstmal aus. Der hat ja hier, braucht er das? Oh, ja, auf jeden Fall. Verliert Rüstung, ist aber völlig egal, weil wir gegen den Endgegner kämpfen, da bringt Rüstung nichts. Und der hat dann erstmal 16 mehr. Oh, richtig cool. Weil wir hatten auch noch eins, was nicht mal einen Sockel hatte. Und jetzt hat er eins mit Sockel. Da können wir dann auch gleich mal einen richtig schönen Stärkestein reinsetzen, würde ich sagen. So, gucken wir mal auf den seinen Schaden. Der macht jetzt 10,58 und 97. Also richtig viel mehr. Das war richtig gut. So, den Ring. Den müsste ja auch entweder er hier kriegen. Was hat er denn so für Ringe? Mal Ring ist das, genau. So, der Ring ist eigentlich mit 58 ist der nicht schlecht. Der ist eigentlich gut. Also den würde ich ungern tauschen. Guck mal, beim Magier, den würde ich auch ungern den Ring geben, weil ist halt ein Endgegner. Guck mal bei dem hier. Okay, ja doch, da würde es noch was bringen. Der ist nur 45 besser. Da hätte man eigentlich den Ring ins Klo werfen müssen. Verdammt. Ja, 45 besser und also schlechter ist der, aber hat dafür die Intelligenz mit drauf. So. Hier setzen wir mal noch nichts rein. Das machen wir dann später. Vielleicht kommen ja da noch andere Geschicksachen jetzt. So, mal gucken. Der Ring war der schon. Ach, der war schon im Klo. Das heißt, den können wir jetzt eigentlich verkaufen, weil Geschickring brauche ich nicht. Braucht der Kundschafter nicht, der hat jetzt den anderen. Aber ist ja, warte mal, ich will noch überlegen. Also wir verlieren 5, warte mal, wie viel kriegen wir denn dazu? Also Crit,
geht fast ein halbes Prozent runter, also ein gutes Viertelprozent. Ausdauer verlieren wir 1 Million? Ah, okay, ja, weil der noch gesockelt ist. Und Schaden macht auch ein bisschen weniger. Aber ist ein Fünferring, den wir danach dann auch gleich noch ins Klo werfen können und dann auch noch behalten können. Von daher lassen wir ihn drin. Ist ein Endgegner, gegen den wir kämpfen. Da bringt dem das mehr und den verkaufen wir jetzt. Genau. So, weg ist er. Das Ding kann auch weg. Sehr schön. Da freue ich mich ja schon mal über den Brustpanzer. Das war ein richtig tolles Item. So, jetzt können wir... Machen wir erstmal noch schnell einen Arena-Kampf. Dann haben wir hier unseren letzten hoffentlich gewonnen. Leider nicht. Wieder verloren. Und jetzt geht's los mit Blättern. Wir blättern jetzt erstmal hier im Shop und holen uns nochmal ein paar Tränke. Da haben wir schon den ersten Geschicktrank. Die kleinen, also warum es die noch gibt, die sollte man echt rausnehmen. So, hier ist nichts dabei. Wow. Ja, wow, Fünfer brauchen wir nicht. Oh, ein Lebenstrank ohne Pilze. Da wir da jetzt Pilze gespart haben, ist halt die Frage, geben wir hier 15 Pilze aus? Braucht irgendwer anders das Ding. Warte mal, wie viel Werte hatte das? 54, was ja schon mal richtig gut ist eigentlich. Aber wir gucken mal, ob das hier irgendwer braucht. So, hier würde er sich verbessern, also für den wäre das was. Der, naja, ist halt kein Fünfer und der braucht es auch nicht. Also wir können es für unseren Begleiter nehmen. Und da wir ja jetzt in der Schattenwelt unsere Begleiter auch gut ausrüsten müssen. Und das Ding hat einen Sockel, also von daher nehmen wir es. Und rüsten es dem auch gleich aus. Und das Gute ist, wir können es auch ins Klo werfen und können trotzdem noch das dem Kundschaft da drin lassen. So, plus 20 auf alles. Wir verlieren zwar 380, aber das können wir bald nachsockeln. So, ist der schon recycelt. Dann kann das Ding hier auch weg und wir haben mehr Platz im Inventar. Und dann blättern wir mal weiter. Wir brauchen noch ein paar Ausdauertränke. Wow. Okay, das Ding hat keinen Sockel. Also kaufen wir es eben. Ist auch nur 48, nee, und kostet 15 Pilze. Für einen Pilz oder ohne Pilze hätte ich es genommen, aber so nicht. So, nochmal einen Lebenstrank. Diesmal mit. Wie lange hält es jetzt schon? Auch fast bis Ostern. Und weiter geht's. Ausdauertrank, sehr schön. Wie viel haben wir jetzt? Bis zum 20. Heute haben wir den 31., also müssten wir noch... Oh, sehr schön. Zwei Geschicktränke. Ja, komm, noch einen schönen Ausdauertrank. Den Ring hätte ich gerne auch noch, also von daher blättern wir noch ein bisschen. So. Und wieder nur der. Und noch einer. Und noch ein Ausdauertrank. Sehr schön. So, naja. Eigentlich würde es jetzt schon, glaube ich, 4 Wochen reichen. Wir blättern noch. Weil ich möchte gerne noch den Ring austauschen. Ist ja auch geil. Braucht nur keiner. Okay, das war's. Also wir haben jetzt, kriegen hier auch nur die anderen Epics und... Ja, also für uns haben wir eigentlich jetzt noch nichts Neues, aber ist auch nicht so schlimm. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt noch die Pilze haben, um im Waffenladen blättern zu können. Oh, auch eine schöne Waffe. Bringt auch richtig viel Gold. Aber hier, das ist besser. XP ist besser. Und auf in den Waffenladen. So, wir brauchen eine Waffe. Also ich habe mir vorgenommen, 700 Pilze. Bis dahin würde ich blättern wollen. Können wir schon mal gucken. Plus 23 Schaden, plus 25 Schaden ist bei Waffen drin. Oh, nix, nix, nix. Was haben wir hier? Plus 23 Schaden. Plus 17 Schaden. Also 25 war jetzt das Beste, was wir hatten. 23. Weil mein Notfallplan ist halt, dass ich eine plus 25, aber ohne Sockel. Und Ausdauer. Plus 30. Das Ding hier wäre schon mal richtig geil. Also
Das Ding würde ich nehmen. Aber wir haben noch ein paar Sachen zum Blättern, weil die wäre richtig cool. Wir blättern erstmal weiter und hoffen noch auf eine Epic-Waffe. Aber jetzt wissen wir schon mal, plus 30 Schaden. Ah, kein Sockel. Was will ich mit dir? Du hast keinen Sockel. Wäre halt nur was fürs Klo, aber 15 Pilze, nein. Das Ding mit Sockel, das wär's. Aber ohne bringt's einfach nichts. Ist schlechter. Kacke. So, und weiter geht's. So, mal gucken. Noch was Besseres wie plus 30 Schaden gibt's hier nicht. Muss auch aufpassen. Ich neige oft dazu, Doppelklicks zu machen. Deshalb schiebe ich hier immer lieber den Mauszeiger ein bisschen weg. So, da haben wir schon 30 Pilze verblättert. Für nix. Wir hatten einen Epic, was wir nicht nutzen konnten. Alles nicht so toll. Ah. Na komm, ey, jetzt haben wir schon so viel verblättert. Komm, komm, komm. Wir wollen ein geiles Epic. Wir haben jetzt schon. Boah, wie viele Pilze haben wir jetzt ausgegeben? Puh, schon 150 fast. Und noch nichts gekriegt. Nur für ein paar Tränke und einen Gegenstand für unseren Begleiter. Wird ja wohl hier möglich sein. Wow. Ja. Nein! Warum hat ein Sockel? Oh, wer braucht denn Glücksbrust? Kacke. Eben hatten wir Handschuhe ohne Sockel, die gut gewesen wären. Und jetzt haben wir eine Glücksbrust. Oh, ich könnte hier reinbeißen. Irgendwo. Und da hätte ich scheiß Glücksepik am besten. So, noch 50 Pilze. Dann war es das. Nee, komm, ey. Komm doch mal hier. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Also erst einmal Pech mit dem Ring, mit dem Klo-Item, dass es einen Ring gibt, der plus 5er-Attribute hat. Und jetzt auch noch hier, kommt nix. Nein, ey. Ah. Kein Sockel. Sonst würde ich es kaufen. Wäre zwar auch wieder ein 5er-Ding, aber hat keinen Sockel. Und 15 Pilze, dafür können wir noch 15 Mal blättern. Das ist uns, glaube ich, wichtiger. Aber ich glaube, die Waffe mit plus 30 hätte ich vorhin kaufen sollen, einfach mal. Wenn da jetzt noch eine kommt, hole ich die. Aber wenigstens ein Item möchte ich auch so. Ey. Erstens, 5er Epic. Zweitens, 15 Pilze. Drittens, kein Sockel. Wer will den Scheiß, ey? Oh, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, Mann, Mann. Plus 30. Aber leider noch Intelligenz mit drauf. Schade. So, ich bin. Ey, noch 23 Pilze. Wir haben schon 200 Pilze verballert. Ui, 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 ui. Schuhe. Ja. Ey, das ist. Warum haben die keinen Sockel? Ey, das gibt's doch nicht. Ey, was will ich mit der Kacke? Also ich finde, Items ohne Sockel sollte man einfach abschaffen, weil das bringt nichts. Die kann man nicht mehr nehmen. Also vielleicht, wo Edelsteine noch so hier Werte hatten von plus 20 oder so, okay. Aber jetzt mittlerweile muss ein Gegenstand einen Sockel haben, sonst brauche ich mir den nicht holen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 33 Schaden. Okay. Und das war es jetzt eigentlich. Eigentlich wollte ich jetzt aufhören, aber wir haben noch nicht ein Item, noch nicht eins. Das. Die wissen schon genau, wie sie einem das Geld hier aus der Tasche ziehen, ey. Wow, yeah, Glücksschuhe. Wow, bringt's echt. Kacke, ey. Also jetzt bin ich auch dabei. Wenn jetzt ein Geschickbogen mit plus 30 kommt, nehme ich den. Obwohl ich das eigentlich ungern machen wollen würde.
kein Sockel. Muss ich eigentlich gar nicht angucken. 27, 25. Eine Waffe. Eine Waffe, Dreier Epic. Aber ohne Sockel. So, jetzt lassen wir mal kurz rechnen. Plus 200 Ausdauer und plus 200 Glück. Und dafür verlieren wir. Die ist besser, die nehmen wir. Die nehmen wir. Macht plus 25 Schaden, das gleicht das Geschick, was wir durch den Stein kriegen, aus. Ist erstmal besser. Aber wir blättern noch ein bisschen, weil... Jetzt brauchen wir wenigstens, also hat zwar nur plus 5, wenigstens keine Nicht-Epic-Waffe hier reinsetzen. Und wir machen einfach dadurch schon plus, dass die halt so geile Werte hat. Okay, Waffen brauche ich mir jetzt nicht mehr angucken. Jetzt muss man wirklich nur aufs nächste Wow achten. Nee, so viel. Ich will wenigstens ein richtig geiles Epic. Also eigentlich ein paar mehr, dass ich die Sockel ordentlich reinhauen kann. Aber wenn es jetzt nicht kommt, heißt es wieder 4 Wochen warten, bis ich das nächste Mal blättere. Und das wäre echt zu hart. Handschuhe. Oh, die bringen nichts. Aber ist die beste Quest und Handschuhe können heute ins Klo, nee, in der Dings geworfen werden. So, komm, wir machen jetzt noch bis auf 600, gehen wir runter. So, komm. Waffe mit Sockel oder Handschuhe. Nee, aber die bringen ohne. Die bringen einfach nichts. Wir sind zu schlecht. Weil nicht mit Sockel. Kacke. Ja, warum sammle ich die Items jetzt nicht? Ich könnte ja die ganzen Epics, die kommen, kaufen und ins Klo werfen. Aber das ist es mir eigentlich nicht wert, weil ich eigentlich nicht nochmal so schnell Pilze nachladen wollte. Oh, ein Helm. Yeah, der ist richtig gut. Plus 45. Aber, genau, ihr erkennt es, kein Sockel. Und nochmal eine Glücksbrust. Diesmal zum Glück ohne Sockel. Noch 13 Mal. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm. Ja, ein Gürtel. Wenigstens ein Item. Plus 41 auf alles. Und nochmal richtig viel Rüstung. Das ist gut. Den nehmen wir mit. Und jetzt haben wir eigentlich auch unsere Pilze ausgegeben. Aber ich will wenigstens eins von diesen 3 Scheiß-Items austauschen. Wir blättern noch ein bisschen. Das nächste Epic, wenn das nichts ist, was kommt, dann hören wir wirklich auf. Obwohl der Gürtel ja schon mal gut ist eigentlich. Also der ist richtig gut. Plus 41 auf alles. So, bis 555 machen wir. Das ist eine schöne runde Zahl. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Jetzt... Und jetzt der letzte. Ach, nee, komm. Ein Epic. Glücks-Epic. Ich könnte mir ein komplettes Glücks-Set bauen. Ey, was hatten wir jetzt schon? Brust und Kopf und... Oh, ey. Ich könnte so kotzen. Die schönen Pilze. Oh. Ja, aber im Endeffekt wäre das jetzt einmal auch in der Festung was am Bau beschleunigen. Oh, komm. Ja. Handschuhe. Geil, geil, geil. Mit Sockel. Yes, yes, yes. Okay, die haben 700 weniger Rüstung. Das gleicht das aber wieder aus. Und 95 auf alles hier. Okay, die nehmen wir rein. Den Gürtel packen wir rein. Die Waffe nehmen wir rein. Und dann rüsten wir kurz mit dem Rest hier unseren. Okay, macht weniger Schaden. Oder? Mal gucken, ob wir ihn reinnehmen durch den Sockel. Oh. Macht ja richtig, verdienen wir richtig viel Schaden. Achso, ja, hat ja auch weniger Geschick, ist ja klar. Aber dafür die anderen Werte, die reißen es raus, der Crit. Also da geht es ja richtig hoch. So, hier haben wir denn... Okay, da ist ein Ausdauersockel drin. Ist sogar, ja, mal ein bisschen Rüstung miese. Aber sonst machen wir ein Plus. So, dennoch die Handschuhe.
Oh, stimmt, da hatten wir ja ausgetauscht. Die waren ja nicht episch. Von daher ist es ganz passend. Da können wir dann auch gleich mal in den Zauberladen und die Handschuhe hier reinwerfen. Da haben wir noch ein bisschen Gold. So, mal gucken, sind die noch. Das ist noch spendbar. Das kommt dann morgen ins Klo. Der Bogen wird aufgehoben und dann machen wir erstmal hier die Alu weiter. Ich würde ja lachen, wenn ich jetzt hier noch irgendwo ein Epic finde. Aber da sollte ich auf jeden Fall meine. So, blättern tue ich jetzt nicht mehr. Ich habe eins hier ausgetauscht, das reicht mir, glaube ich. Oder blätter ich noch? Nee. Genau, dann machen wir jetzt Verzauberung. Die Handschuhe müssen wir verzaubern, die Waffe braucht mehr Schaden und wir wollen ein extra Bier. Und dann können wir das Ding hier noch reinwerfen. Und dann sockeln wir mal. So, leider die Waffe können wir nicht sockeln. Aber wir hauen einen, den supergeilen Geschick in den besten. Und das wäre der Gürtel. Ja, einen schwarzen Edelstein haben wir da noch nicht gefunden. So, mal gucken, wie viel Schaden. Na, sehe ich jetzt gar nicht. 3, 3, 4 haben wir hinten. Ui. 90.000 Schaden. Richtig schön. So, brauchen wir den jetzt eigentlich? Sind ja eigentlich alle über 400 Sockel, glaube ich. Ja. Genau, und hier können wir dann noch den besten Ausdauerstein reinmachen. Das wäre der 57er. Mal gucken, wie viel Leben wir dazu kriegen. Hui, 1,5 Millionen. Richtig cool. Ja, und jetzt hier noch auch noch einen rein. Das wären nochmal 1,5 Millionen mehr Leben. Also eigentlich müsste man noch nach einer Waffe blättern, aber nee, wir lassen die erstmal. Bis zum nächsten Epic-Event habe ich wieder 2 Level geschafft, dann findet man auch ein bisschen bessere. Wir lassen es erstmal so, weil wir haben jetzt so viele Pilze ausgegeben. Das reicht erstmal. So, unsere Begleiter. Erstmal den Krieger, können wir den hier noch den Stärkesockel irgendwo reinhauen. Gürtel nicht, weil da könnte ja morgen der kommen, aber da ist ja schon Ausdauer drin, das ist eigentlich immer gut. So. Haben wir noch irgendwo einen Runden? Hier ist noch ein Runder. Hier auch. 65, 64, 24. Die sind hier alle besser, ja. Tauschen mal den hier oben aus und gucken mal, wie viel Schaden er dazu kriegt. 97 hat er. Euro 10, immerhin. Und außerdem, vielleicht kriege ich ja auch in diesem Monat auch wieder mal ein ordentliches Epic. Wäre ja mal wieder an der Zeit. Ja. Welche Quest nehmen wir? Aber da. Ne, nehmen wir die. In 2,5 Minuten können wir das nicht rausreißen. So, was können wir hier jetzt noch sockeln? So, bei uns bringt der nichts. 51 haben wir hier können wir noch 52. Na, das würde ein Ausdauer plus machen. Nee. Nee, nee, das bringt nichts. Und einen anderen Edelstein würde ich nicht tauschen wollen. Weil wir ja den. Hätten wir zu viel Ausdauersteine drin. Das würde dann, glaube ich, nicht mehr passen von dem Verhältnis her. So, gucken wir mal, ob wir den einen Ausdauerstein hier irgendwo noch unterbringen können. Ist hier noch irgendwer mit einem ungesockelten? Genau, der hat hier noch ein paar ungesockelte. Da hauen wir den mal. Ja, hauen wir da rein. Die eine Ausdauer bringt uns nichts, da finden wir was Besseres. Aber den können wir hier auch noch den Geschickstein. Machen wir in die Schuhe. Nur 29,44. Weil das Halsband können wir jetzt nur doch noch wen anders geben, deshalb da lieber Ausdauer rein. So, haben wir jetzt hier noch was, was wir tauschen können? 430. Oder bei dem Magier, na, da wäre noch ein Helm schön. Ja, aber wir kämpfen gegen einen Endgegner, von daher bringt da, glaube ich, Intelligenz mehr als jetzt der Ausdauerstein. So, zum Krieger nochmal.
Dann tauschen wir den da oben noch aus. So, hier haben wir 281 Leben. Ja, knappe 200 oder 180.000 mehr. So, und jetzt sind wir eigentlich fertig ausgerüstet. Da können wir erstmal nochmal skillen. Sehr schön. Dann machen wir hier noch unseren Kampf. Wir können auch am Glücksrad drehen. Vielleicht kriegen wir ja da noch ein Epic. Das wäre richtig toll. Wie ihr seht, Lucky Coins, machen wir ein bisschen was Positives hier jetzt. Kommen wir aus dem Trübsal raus. Lucky Coins gibt es wieder richtig viel, also Flimmerkisten laufen zurzeit wieder richtig, richtig gut. Ich habe es heute geschafft sogar, also in den letzten 24 Stunden, mehr Flimmerkisten, also mehr Lucky Coins durch Flimmerkisten zu sammeln, als ich heute verdrehen werde. Weil gestern war ich so ganz knapp auf 8000, heute bin ich ja schon bei 8200. Und von daher werden wir da ein bisschen, haben wir da ein bisschen Puffer wieder angearbeitet. Aber wir waren ja schon mal, glaube ich, bei 8300, 8400, vielleicht sogar 500. Zumindest ein bisschen mehr hatten wir schon mal. Und von daher, oh, Stein, ja. Stein ist immer gut, besonders wenn man Holz braucht. Also ich kann euch ja mal gleich auch noch meine History zeigen, was ich für Kämpfe in den letzten 24 Stunden hatte. Und das war echt nicht so pralle. Holz, sehr schön. Weil ich ja zurzeit einfach die Magier ausbauen will. Und die brauchen einfach 5 Millionen Holz. Und Gold, sehr schön. Da können wir uns gleich den Skillpunkt leisten. Genau so muss es laufen. Und nochmal Holz. Und nochmal, ja. Also es war jetzt schon 1 Million Holz heute. Es läuft sehr gut. Und nochmal, yeah. Man muss sich nur ein bisschen beschweren. Dann läuft es und. Knapp daneben. Und Pilze. Ja, brauchen wir auch wieder. Aber ich glaube, bis zum nächsten Event reicht's. Oh, geil. Also Holz ist richtig. Haben wir heute vor der Hütte. Und nochmal Gold. Auch gut. So, wie viel Holz haben wir jetzt? Schon 4 Millionen. Na denn. Können wir uns echt bald. Also wenn morgen wieder so ein Glücksradtag ist, können wir morgen ausbauen, wenn nicht übermorgen. Und der Nachteil ist natürlich hier bei den Edelsteinen suchen, die kostet auch relativ viel Holz. Da sind ja irgendwie 40.000 Holz und 6.000 Steine. Also von den Steinen her kostet es eigentlich so gut wie nichts, aber Holz, 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 Holz. Kämpfe wollte ich euch zeigen, genau. So, also erstmal hatte ich vorhin, nee, das machen wir später, hier, einen Kampf gehabt, wo ich Holz gewonnen habe und 250 Steine verloren, aber 2.000 Holz dafür gewonnen. Dachte ich, mache ich mal, und ansonsten der letzte Kampf, den haben wir gestern schon geguckt. Also ich hatte einen Festungskampf. Also echt nicht so pralle. Hier die Zauberfee. Den Kampf müssen wir uns mal angucken, weil der war richtig gut. Also hier hat er nicht gekrittet, sonst hätte er mich auch mit einmal weggehauen. Ja, da hat es sich richtig gelohnt, dass der Krieger dahingestellt wurde. Und bei mir war es genauso. Also okay, hier hatten wir 24 Mittel. Wie viel haben wir jetzt? Naja, fast 27, also hätte uns immer noch weggerotzt. Und der macht ja jetzt auch mehr Schaden, weil wir weniger Intelligenz haben. Weil wir jetzt ja hier keine Fünfer-Sachen mehr drin haben. So, dann machen wir hier erstmal ein bisschen Ordnung rein. So, was haben wir hier? Oh, die sind ja eigentlich alle nichts wert. So, kommt auch nach hier oben. Und die Gegenstände heben wir uns hier mal auf. Und jetzt gehen wir, den wir hier den Skillpunkt reingesetzt haben, nochmal in den Dungeon. Wir machen erstmal Gilde hier, weil der blinkt schon wieder die ganze Zeit. Das Gute ist, wir sind unter 47% gekommen. Oh. Da hat uns ja mal richtig einen reingezimmert. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Okay, viel Schaden war das nicht. 11 Millionen. Naja. Im zweistelligen Millionenbereich. Das war doch das, was wir eigentlich wollten. So, nochmal schnell einsammeln. Und jetzt im Single-Portal. Also da hoffe ich, dass wir jetzt eigentlich, hier müssten wir mehr Schaden machen. Weil wir haben jetzt eigentlich mehr Geschick, oder? Nein, wir haben weniger Geschick wie vorher, glaube ich, oder? Finde ich schon 17 Mille Geschick. So ist es weniger geworden. Unsere Waffe hat 200 Geschick mehr, aber hat dafür kein Edelstein mehr drin.
Und hier ist auch kein Edelstein. Das waren. Naja, da fehlen uns 900 Geschick. Scheiße, wir haben weniger Geschick wie vorher. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. 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 Das geht so nicht, da müssen wir nochmal blättern. Auch wenn wir es jetzt nicht gleich anziehen können, weil wir jetzt natürlich keine Edelsteine mehr haben. So. Das wäre eine richtig gute 2,5-Minuten-Quest, aber die Sima sieht auch gut aus. Aber wir nehmen die. Wir brauchen ja vielleicht, wenn wir jetzt dann doch noch was abblättern. Ich blätter jetzt nochmal runter bis auf 500. Aber wir brauchen doch eine Waffe mit Sockel, ohne geht das einfach nicht. Mal gucken. Ein Gürtel. Mit plus 1 auf allen und mehr Rüstung. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das plus 1 bringt was. Ein bisschen, aber hat halt einen Sockel. Also den nehmen wir mit. Wieso kommt da jetzt einer? Er kostet uns natürlich hier 15 mal Blättern. Ich mach nochmal. Komm, komm. So. Ja. Nee. Nee, nee, nee. Schuhe. Yes! Geil! Schuhe. Und wir können sie nicht anziehen, weil wir keinen Edelstein haben. Kacke. Kike. Und warum habe ich jetzt die ganzen Edelsteine weggesockelt? Kacke. Selbst Ausdauersteine wären jetzt hier schon mal gut. Aber ist das geil. Geil, geil, geil. Gut, dass wir noch gewartet haben. So, wenn wir den hier reinmachen, dann haben wir 98 mehr Geschick. Wenn wir dann natürlich auch einen Sockel reinhauen, der genauso gut ist. Verlieren ein bisschen Rüstung, ist aber egal. Die beiden heben wir uns erstmal auf. Hier machen wir mal ein bisschen Platz. Und hoffen, dass wir heute noch einen schönen Geschickstein finden. Das wäre noch richtig nice. Dann können wir den hier erstmal noch einsetzen. Und da warten wir noch mit dem Kampf. Da würde ich sagen, die Edelsteinsuche dauert noch 18 Minuten. Wir sehen uns in 18 Minuten wieder und dann schneide ich das hier mal zusammen. So, gleich ist die Mine fertig und mir ist aufgefallen, wir haben einen riesen Fehler gemacht. Weil vorhin, was hatte ich gesagt, wir hauen mal den besten Edelstein in den Gürtel rein, weil das unser bestes Item war. Und wir den ja nicht so schnell austauschen werden. Das heißt, um den Gürtel anzulegen, müssen wir jetzt einen 477er Edelstein finden. Und es kommt. Ein Endedelstein. Yeah! Freude! Mal gucken. 302. Können wir den hier irgendwie überhaupt brauchen? Ja. Könnten wir in die Waffe reinsetzen. Und wurde aber auch nur 12 Punkte, aber naja. Aber wie viel Gold würde der bringen beim Verkauf? 400.000. Ne, wir setzen den rein. Wo ich mir eigentlich vorgenommen habe, nur noch große Edelsteine irgendwo reinzusockeln. Aber bis dahin, erstmal müssen wir die hier komplett ausstatten. Gucken wir mal auf den Schaden. Der hat 50 und macht jetzt 52 Schaden. Naja, immerhin. Und dann dauert das noch ein bisschen. Dann gucken wir uns auch gleich mal den Gegner an, ob sich hier jetzt was ändert. Vom Schaden her. Also, ich habe euch ja vorhin den einen Kampf gezeigt, der ja richtig schlecht für uns ausging. Also wenn alle so viel Schaden machen, liegt der. Aber unser Magier kommt nur einmal dran. Und unser Kundi, wie oft kann der zuschlagen? Ja, dem fehlt noch Ausdauer. Der muss noch ein bisschen. Nee. Ja, also ist auf jeden Fall möglich, aber nicht heute. Ich denke mal, wir müssen einfach die zwei Gegenstände noch anlegen und dann passt das. Also hier. Den würde ich jetzt anlegen ab einem, also auch schon bei einem mittleren Edelstein. Da, also hier so ein intelligent, also muss auf jeden Fall ein Geschickstein sein. Ausdauer würde nichts bringen, weil ich habe jetzt mal meinen Taschenrechner angeworfen. Und wir haben jetzt 300, oh, richtig geil, 300 zu wenig Geschick. Also wir müssen halt 17.000 Geschick haben, um halt hier so das Verhältnis 4 zu 6 Geschick zu Ausdauer zu haben, was ich ja so anpeile in etwa. Von daher fehlt uns einfach jetzt noch
Aber wenn ich die anlege, habe ich ja ein bisschen mehr, aber uns fehlen einfach 300 Geschick zurzeit. Aber was wieder richtig gut ist, wir haben wieder 50% Crit. Und das muss ich mal kurz gucken. Bis zu welchem Level? So Glück mal 5. 7, ups, vertippt. 7, 3, 2, 8 mal 5 war das. Geteilt durch Gegnerstufe mal 2. Warte mal, wie kriegen wir das jetzt raus? War das jetzt einfach hier? Wir müssen das doch auch. Oh, hier war nochmal umstellen. Uiuiui. Weil ich würde gerne wissen, bis zu welchem Prozentsatz ich das hätte. Na, rechnen wir das erstmal mit meiner Stufe. So, das wären dann 708. Also geteilt durch 708. Okay, also 51% hätte ich jetzt, fast sogar 52, also haben wir auf jeden Fall noch ein paar Level gut. Was ja auch wichtig ist, weil unser Portalgegner etwas höher ist wie wir selber. Also im Single-Portal, von daher brauchen wir da ein bisschen mehr Crit, um das auszugleichen, aber das sollte auf jeden Fall wieder reichen. Weil wie viel Crit haben wir da, wie viel Glück haben wir dazu bekommen? Wir haben hier, glaube ich, 40 Punkte Glück dazu bekommen. Hier 200. Und dann hier auch nochmal knappe 100, glaube ich. Und dann kriegen wir auch noch, wenn wir die Schuhe anlegen, auch nochmal fast 100 Glück dazu. Und dann sind wir da auf jeden Fall erstmal wieder für lange, lange Zeit auf der sicheren Seite. Es waren halt einfach diese ganzen 5er-Epics, die mich halt hier im Glück so runtergezogen haben. Aber vielleicht kriegen wir auch bald einen schwarzen Edelstein. Das wäre ja auch mal gut. Aber den habe ich bis jetzt noch nicht bei mir gesehen. Mal gucken. Gibt es jetzt eigentlich schon andere Leute, die schwarze Edelsteine haben und auch gesockelt? Sieht aber jetzt nicht so aus hier in den... Oh, Baldi hat sie auch komplett neu ausgerüstet, so wie es aussieht. Da haben wir noch einen schwarzen Edelstein. Oh, 149 auf alles, aber ist halt auch so ein ganz kleiner nur. Aber von daher sieht man, es finden immer mehr Leute. Ja, hier haben sich alle komplett neu ausgerüstet. Bin ich also nicht der Einzige, der hier Arsch voll Geld da reingesteckt hat ins Blättern. So, oh, da haben wir noch beim Captain Jack. Einen richtig guten mit 219. Das ist richtig schön. So einen hätte ich auch gern. Können wir mal kurz gucken hier, wer war das? Captain Jack und Tolly. Wie weit die ihre Ritterhalle ausgebaut haben. Captain Jack hat auf 12. Und warum war denn Tolly? Da habe ich jetzt schon überblättert. Da haben wir ihn. Der hat 11. Also sollte ich die theoretisch auch irgendwann finden. Weil Mine habe ich auch ein Level, wo die schon gefunden werden, und Ritterhalle finde ich ja auch in dem Bereich. So, wir können noch einen Skillpunkt drücken und kriegen dann sogar 2. Aber ich mache den Kampf jetzt noch nicht. Also hier im Single-Portal gehe ich noch nicht rein. Weil ich jetzt ja... So, jetzt haben wir es bei mir 13 Uhr. Der sucht jetzt hier noch bis 18 Uhr. Und dann muss ich gucken, ob ich dann nochmal... weil die Suche geht ja fast 5 Stunden. Ob ich dann nochmal suche, bevor ich dann schlafen gehe. Und das wäre, ja, dann, da kommen dann hoffentlich noch ein paar Steine, die man braucht. So, ich habe festgestellt, mein Mikro war völlig falsch gedreht. Ich hoffe, ihr habt was gehört. Ich habe es jetzt mal richtig hingedreht. Und ja, das Video wird sonst sowieso zu lang. Von daher machen wir an dem Punkt jetzt mal zu Ende. Was wir geschafft haben, was auf jeden Fall richtig cool war: Wir haben jetzt einen neuen Gürtel, neue Handschuhe, die richtig gut sind. Also die Handschuhe sind eigentlich noch mit das Beste. Und neue Schuhe, die wir bald anlegen können. Und ein Gürtel, der einen Punkt besser ist, wo wir aber einen richtig, richtig, richtig geilen Stein finden müssten. Mal gucken. 477. Den könnten wir hier überall reinsetzen. Das würde alles erstmal mich mehr verbessern, als wenn ich den Gürtel anlege. Oh ja. Naja. Das hätte ich mir sparen können, die 15 Pilze für den Gürtel, ey. Oh.
Das war echt so eine sinnlose Aktion. Naja. Der wird noch eine ganze Weile in der Tasche rumliegen. Ich glaube nicht. Weil, nee, weil erstmal muss ich die Schuhe anziehen. Dafür brauche ich einen Edelstein, der mindestens 352 hat. Oder könnte ich, wollte ich auch schon für weniger anziehen, da würde ich dann vielleicht ein bisschen Geschick einbüßen. Aber auf jeden Fall muss es ein Geschickstein sein oder halt so ein plus alle Attributestein. Und hier den austauschen, ey. Oh. Ich glaube, da muss ich erstmal noch viele, viele Edelsteine suchen. Ja, das war das Blättern in der Festung. Völlig sinnlos. Wie viele Pilze haben wir jetzt eigentlich ausgegeben? Ich glaube, auf 900 war ich, also fast 450 Pilze. Uiuiuiui. Naja, in dem Sinne, euch noch einen schönen Sonntag und blättert nicht zu viel. Bis dann, tschüss.